Commander Mason für Sergeant Woods. Schon gut, Kleiner. Alles okay. Was hat dich aufgehalten? Ich dachte schon, du würdest das nicht schaffen. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Hör zu. Tote leiden nicht mehr. Darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, du weißt etwas? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden Schachzug, jeden Schritt, den du machst. Er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Ihr tötete meinen Vater, damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse, es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später erscheint er in Panama mit diesem Penner Noriega. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich gingen rein. Was für eine Scheißshow. Mason! Woods. Schön, dich zu sehen, Frank. Dich auch, Alex. Geht nach hinten. Sie ist total sauer. Familie? Ich dachte, es geht um morgen. Ach, es geht um alles, Mark. Ich brauche mehr in meinem Leben, als nur darauf zu warten, in welches gottverlassene Land du uns als nächstes schleppst. Komm schon, Frank. Das reicht einfach nicht, Mark. Es reicht nicht. Hey, Jungs. Hey, McKnight. Hast du alles? Ja, schnapp dir die Sporttasche im Schuppen. Deine Frau sieht nicht erfreut aus. Du hast dir nichts von der Invasion erzählt, oder? Nein. Aber anscheinend war ich der Einzige. Sie hat es von Jacobs Frau erfahren. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Hä? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm. Wollen ihn aber lebend. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Noriega. Ab jetzt heißt er Ziel falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy SEALs reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das Bier, McKnight. Ich war so frei, mir ein paar deiner alten Fallakten anzusehen. Die ganze Scheiße mit den Zahlen. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Sie haben es jedenfalls versucht. Verdammt! Nur Kinder, McKnight. Sie sind es nicht wert. Du hast recht. Willkommen in Panama, Jungs. Die Mission war gut, die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Hudson, am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch. Schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Es nagte die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen. Hudson, hier Mesh. Die Bombardierung hat verfrüht angefangen. Willst du uns was sagen? 10 Sekunden. Hudson, hörst du mich?
Keine Antwort. Wir machen weiter wie geplant. McKnight, hier Mason, wir sind drin. SEAL-Teams sichern das Flugfeld und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude 12 abseits des Kampfgebietes. Hat Hudson den Plan verworfen? Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. McKnight, Ende. Ausschalten, Watch. Signal! Man sagt ja, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, löse dich von dem Problem! Sind auf dem gesamten Flugfeld in Stellung. Golf läuft in eine Falle. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber der Funk spielt verrückt. Sind auf dem Weg. Mason, Ende. Was ist mit falscher Profit? Warten auf Hudson's, okay. Die CIA beobachtet jeden Schritt. Ich glaube nicht, dass er weit kommt. Wir müssen nach oben. Golf-Team, Mason hier, bereit zur Unterstützung. Feuer einstellen, solange wir das Dach schieben. Ich gebe Deckung. Unterstützt vor allem die SEALs. Golfteam hier, Mason. Das Dach ist sauber. Wir kommen jetzt durch das Oberlicht. Hudson hier. Der Aufenthaltsort von Ziel falscher Profit wurde bestätigt. Adelina Hotel, Raum 225. Setz ihn fest. Hudson, Ende.
Ich habe Sichtkontakt. Mehrere Feinde vor dem Hotel. Die übernehme ich. Alles sicher. Tun wir's. Festsetzen. Geben Sie mir einen Grund, Ihren Kopf wegzupusten. Was tun Sie da? Ihren Ruf besiegeln. Das war nicht abgemacht. Rufen Sie Ihren Boss an. Los, auf den Stuhl da! Hudson, Mason hier. Schieß los, Mason. Falscher Profit. Bereit zum Extrahieren. Negativ. Bereithalten für neue Missionen. Ziel falscher Profit hat Informationen über ein Nexus-Prioritätsziel. Begleitet die wertvolle Fracht zu einem Gefangenenaustausch. Mehr in Kürze. Wertvolle Fracht am Arsch. Nexus-Ziel? Wer ist wichtiger als dieser Wichser? Gefällt mir auch nicht, aber bringen wir es zu Ende. Wir vergeuden zu viel Zeit. Er hat sogar Leute bei der CIA. Verdammt, Herr Kravchenko! Was hat er noch in Afghanistan gesagt? Hier geht noch was anderes vor sich, Watts. Die Mission war zur Entführung. Dann sagt der verdammte Hudson über Funk, dieser Norjäger ist nicht die Mission. Er ist nur ein Pfand. Ein Gefangenenaustausch und ich, Vollidiot, hätte es wissen müssen, genau zu dieser Zeit. Was zum Teufel stimmt nicht mit dir? Was zum Teufel? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Scheiß Hudson. Hätte ihn killen sollen in Vietnam. Die Bastarde behandeln Zivilisten genauso schlecht wie in Nicaragua. Das Land ist durch Drogen weggeknallt. Schalte sie aus. Ich kümmere mich um den Abschaum. Kommt schon, ihr verdammten Krankenpenner! Los, weg hier! Geht in eure Häuser und bleibt drinnen! Mason, hast du die wertvolle Fracht noch? Positiv. Begib dich zum Armeekontrollpunkt hinter den Slums. Du wirst zum Nexus-Gefangenenaustausch geleitet. Slums sind Kriegsgebiet. Ich muss in der Lage sein, mich zu schützen. Hm? Geben Sie mir eine Waffe. Gib ihm, was er will, Mason. Das ist ein Befehl. Hudson, Ende. Verdammt. Was machen Sie da? Sie wollten eine Waffe. Von Munition war nie die Rede. Es ist besser für uns alle, wenn sie niemand erkennt. Jetzt. Los! Woods, geh vor. Ich achte auf Noriega. US-Truppen dringen in die Stadt ein. Die Invasion ist im Gange. Hier ist überall Infanterie. In Deckung bleiben! Macht nichts, wenn wir getrennt werden. Ich kümmere mich um Neujäger. Auf mein Zeichen! Kein Bewegung, solange ich... Mason, auf diesen Wichser musst du gut aufpassen! Wenn der Bastard noch einmal die Deckung verlässt, erschieße ich ihn selbst! Keine Bewegung, du Stück Scheiße! Bleiben! Scheiße, die Seite ist nicht besser!
Da durch! Nicht nachlassen! Kopf unten lassen und immer weiter! Wohin? Wohin? Im Norden ist eine Kirche. Ihr Kontrollpunkt müsste gleich dahinter sein. Tanke Gefechte zu unserer Linken. Geh nach rechts, Bund! Nach rechts, in den Bogengang! Odin 1-2, bestätige Feueranfrage an dieser Position. Starb er wie ein Soldat? Erzähl mir bloß nicht, der fette Volltrottel hat abgetrotzt. Sag mir das bloß nicht. So ist das nicht gelaufen, Kleine. Der Jäger war eine Marionette. Wie wir alle. Hier herrscht das Chaos! Vor dem Angriff war es nicht viel besser. Hudson hier, Mesh. Wir sind fast beim Kontrollpunkt. Nur noch ein paar Blocks. Hudson! Verdammt! Ich weiß nicht, was mit der Verbindung los ist, Wood. Keine Sorge, Mason. Die Technik spielt immer verrückt. Psst! Hörst du das? Sie ist schwer verletzt. Scheiße! Noriega flieht! Regeln Passierung! Agieren, Noriegis! Da fangen noch mehr! Wir müssen hinter ihm her! Ich wusste, wir haben dem Penner zu viel Freiraum gegeben. Drinnen waren Schüsse zu hören. Und ein anderes Team. Wir haben jetzt Hilfe! Hilfe! Scheiße! Wer ist hergekommen? Da oben, auf dem Absatz, dritter Stock. Scheiße, sie sind ins Gebäude rein. Odin 1-2, sofortige Feueranlage. Sektor Westen. Ab jetzt atmest du nicht mal mehr, bis wir sagen, dass es okay ist. Fahr zur Hölle. Zur Hölle. Daran wir schauen. Weg! Sie greifen an! Los, Bewegung! Sie greifen an! Los, Bewegung!
Der Kontrollpunkt ist da vorne. Gut, hoffentlich wird dieses Arschloch bald das Problem von jemand anderem. Ja. Mason. Warte, wo zur Hölle warst du? Bist du beim Kontrollpunkt? Sirs, Ihr Transport ist bereit. Hier entlang, Sir. Ist die wertvolle Fracht noch bei euch? Ja, aber wer zur Hölle ist Ziel Nexus? Was ist wichtiger als Ziel falscher Profit? Du musst mir vertrauen, Mason. Wirklich. Hudson Ende. Ich habe zwar Befehle angezweifelt, aber niemals die Motive. Du kümmerst dich um deine Einheit, du bringst die Jungs sicher nach Hause. So ist es, Frank. So ist es einfach nicht. Die Befehlskette ist am Arsch. Ich bin ein Soldat. Ich kriege Befehle und erledige den Dreck. Woods, bist du in Position? Ich bin unterwegs zum Dach des Südgebäudes. Scheiß Verbindung! Hier lang. Es ist alles bereit. Niemand darf erfahren, dass ich ihn verraten habe. Ihn? Hudson, wer ist Ziel Nexus? Hudson! Er ist es, Woods. Ziel Nexus ist Raúl Menéndez. Hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Ja, sogar Leute bei der CIA. Beende es jetzt, Woods. Blas ihm die Rübe weg. Hudson! Er ist es, Woods. Ziel Nexus ist Raúl Menéndez. Hättest es uns sagen müssen, Hudson. Du hättest es uns sagen müssen. Wir sind bereit. Bringt ihn raus. Sie bringen den Hurensohn raus. Sichtkontakt bestätigt. Ja, sogar Leute bei der CIA. Beende es jetzt, Woods. Pust ihm die Rübe weg! Was glotzt du so überheblich? Was zum Teufel ist da los? Was ist denn hier los? Nein, nein, nein! Mason! Mason! Du Bastard! Menéndez! Alex Mason ist tot. Durch deine Hand. Verstehst du, warum? Er wollte David töten. Weil du leiden musst, wie ich gelitten habe. Einer stirbt noch.
Du? Woods? Oder David? Entscheide dich. Oder ihr sterbt alle. Woods, ich kann nicht... Ich habe zwei Kinder. Sie... Leck mich. Tu es. Tu es! Dein Leben wird ein einziger großer Verlust sein. Dann und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Ich werde dich nicht töten, Junge. Genau wie Woods leidest du mit mir. Eines Tages wirst du diesen Anhänger wiedersehen. Und du wirst dich erinnern an alles, was du heute erlebt hast. Du wirst dich an all die Jahre erinnern. Voll Wut und Schmerzen. Und wenn du das tust, bitte, komm zu mir. Dad! Nein! Dad! Du hättest nichts tun können, Frank. Es war nicht deine Schuld. Dein Vater und ich waren die Besten. Und wir konnten ihn nicht stoppen. Die Zeiten ändern sich, alter Mann. Er wird sterben.